Ich denke, wir können zum nächsten Vortrag kommen. Sind schon ein bisschen über der Zeit. Dann darf ich auch den nächsten Vortrag ankündigen. Meinhard Nevini Stickel, stellvertretender Klinikdirektor der von mir geleiteten Klinik für Strahlentherapie Radio-Onkologie in Innsbruck. Anknüpfend ans Thema Strahlentherapie im multimodalen Therapiekonzept, Neoadjuvant, Fragezeichen, definitiv, Fragezeichen, mit welchen Partnern? Ich denke, da kommen wir schon wieder bei dem Thema der Einleitung an, das lokal fortgeschrittene BC, primär nicht resektabel. Du hast das Wort, Meinhard. Also danke für die einleitenden Worte. Ich werde jetzt also über das lokal fortgeschrittene, nicht primär resektable, kleinzellige, nicht kleinzellige Bronchuskarzinom in diesem multimodalen Therapiekonzept aus Sicht des Strahlentherapeuten berichten. Es bestehen bei mir keine Interessenskonflikte. Und in der Programm stand, ich soll auch was über neoadjuvante Therapie sagen. Und da ist natürlich dann die Frage immer neoadjuvante Chemotherapie mit Strahlentherapie, vor allen Dingen bei Patienten mit einem NSCLC 3A. Da sind vor allem die N2-Lymphknoten-positive Patienten ja für uns spannend. Voraussetzung haben wir ja eben schon gehört, sollte eigentlich immer sein, dass eine R0-Resektion vom Primo und der befallenen Lymphknoten erreichbar ist. Wir haben jetzt gesehen, wie das erreicht werden kann. N3-Lymphknoten sollten und sind meistens oder fast immer eigentlich ein Ausschlusskriterium. Und natürlich die perioperative Mortalität sollte möglichst bei diesen Patienten unter 5% liegen. In dieser Meta-Analyse hier wurden 3 randomisierte Studien im Endeffekt dazu diesem Thema ausgewertet. Und die haben Folgendes zeigen können, dass die Chemo, die haben also verglichen in dieser zum Thema Chemoradiotherapie und haben eigentlich zeigen können, dass was das Tumor Response, das Ansprechen der Tumoren, eine kombinierte Radiochemotherapie Vorteile hat. Man sieht das eben hier wunderschön. Aber, und das war dann das Interessante, das ist, was ist das progressionsfreie Überleben nach 2, 4 und 6 Jahren ist nahezu gleich und auch das Overall Survival ist nahezu gleich. Und aufgrund der erhöhten Toxizität ist es daher so, dass man eigentlich derzeit kombinierten Radiochemotherapien in der Neoadjuvanz nicht mehr findet oder seltenst angewendet werden. Die Frage, die jetzt immer an uns dann gestellt wird, ist dann immer eben, soll man die Patienten sequenziell oder konkomitant chemoradiotherapieren? Das ist dann immer ist eine große Frage. Diese Studie, in dieser Studie von Curran war eine 3-armige Studie, in der das untersucht worden ist. Da wurde eben die Kombination von Radiochemotherapien verglichen bezüglich ihrer konkomitanten und sequentiellen Gabe. Der Arm 1 war eine 3-armige Studie. Im Arm 1 wurden die Patienten mit einer cisplatinbasierten Chemotherapie behandelt und haben anschließend eine Strahlentherapie erhalten. Im Arm 2 war das eine auch platinbasierte Chemotherapie gemeinsam mit einer Strahlentherapie. Zielvolumendosis war dann 63 Gray. Und im Arm 3 war ebenso eine kombinierte Radiochemotherapie, nur die Radiotherapie wurde als hyperfraktionierte Therapie mit einer Zielvolumendosis von fast 70 Gray durchgeführt. Rausgekommen ist dann eigentlich, dass das mediane Überleben im ersten Arm nur bei 14,6 Monaten war, also das heißt im sequentiellen Arm. Im konkomitanten Arm waren es bei 17 Monaten und im Arm mit der konkomitanten hyperfraktionierten Radiochemotherapie waren es 15,6 Monate. Das heißt, es hat sich hier gezeigt, dass es eigentlich günstig ist, wenn man die Patienten konkomitant behandelt, weil das einen Überlebensvorteil bringt für die Patienten. Aber eine Therapie mit einer hyperfraktionierten bringt auch keinen großen Unterschied mehr. In dieser Studie wurde jetzt das dann nochmal weiter untersucht, über die sequentielle und konkomitante Therapie weiter untersucht. Und was hier gemacht worden ist, das ist eine randomisierte Studie, wurde eben in sequentiellen Arm 4 Zyklen Carboplatin Etoposid gegeben, anschließende Strahlentherapie. Dann in einem konkomitanten Arm wurden die Patienten mit Cisplatin Etoposid behandelt und haben dann Strahlentherapie erhalten und danach noch 2 Zyklen Carboplatin Etoposid.
Das mediane Overall Survival war für die Patienten im konkomitanten Arm bei zum sequentiellen Arm war der Unterschied zwischen 13 und 19 Monate. Das mediane progressionsfreie Überleben war der Unterschied bei 9 Monaten versus 16 Monate. Was die noch gemacht haben, ist, die haben dann auch noch untersucht nach Prognosefaktoren. Das kann man in den unteren beiden Grafiken sehen. Und dabei konnten sie eben zeigen, dass ein guter Performance-Status und ein kleinerer Tumordurchmesser eben durchaus wichtige prognostische Kriterien sind für diese Patienten. Die Frage, die dann an uns immer gestellt wird und die für uns Strahlentherapeuten wichtig war, ist immer, welche Dosis sollen wir denn dann diesen Patienten letztlich geben? Und etwas, was so ein bisschen die Zeit so ein bisschen verändert hat, war die RTOG-0617-Studie, eine vierarmige Studie zur kombinierten Radiochemotherapie. Es gab da eben, wie gesagt, vier Arme, wo die Patienten mit einem Platin-Doublet und Bestrahlung behandelt worden sind. In einem Arm bis 60 Gray, in einem Arm bis 74 Gray mit oder und dann eben in diese wurden diese Arme nochmal aufgeteilt, in ob man ihnen Cetuximab dazu gibt oder nicht. Und rausgekommen war, und das war dann eine große Konsequenz der Studie, die dann sehr heftig diskutiert worden ist, unter Strahlentherapie, dass eigentlich diese 60 Gray Arme besser abgeschnitten haben. Wenn man deren Subgruppenanalysen sich anschaut, dann hat man aber festgestellt, dass vor allen Dingen in dem Arm, in den Patienten, die eben, dass sehr viele Patienten, ein großer Teil der Patienten, mit nur eine 3D-konforme konformale Strahlentherapie erhalten haben und die Hälfte der Patienten nur eine intensitätsmodellierte Therapie bekommen haben. Und wenn man sich dann anschaut, dass wenn man die beiden Gruppen dann miteinander vergleicht, sieht man eigentlich, dass das Overall Survival, Progression Free Survival und die Lokalkontrolle eigentlich für die beiden Gruppen gleich war. Aber, und das war der große Unterschied, war die Toxizität war deutlich geringer in dem intensitätsmodulierten Bestrahlungsarmen, also für die Patienten, die intensitätsmoduliert behandelt worden sind. Und vor allen Dingen sieht man, dass sich fast die kardiovaskuläre Toxizität hier in der Tabelle 4 unten, dass die sich fast halbiert hat. Und wir wissen auch, dass sehr viele von diesen Patienten eben an kardiovaskulären Nebenwirkungen verstorben sind und dass deswegen wahrscheinlich die Overall Survival Rate für die Patienten in dem höher dosierten Arm schlechter war. Und was dann zur Konsequenz hat, dass wir eigentlich nach wie vor häufig oder in den meisten auch noch derzeit laufenden ATOG-Studien eine Dosierung von über 60 Gray eher hin zu 74 oder hin zu 70 Gray dem Patienten gegeben wird. Hier sieht man dann jetzt mal so ein Planbeispiel, wie wir es bei uns in der Klinik haben. Das ist eine Color Wash Technik. Man sieht eben hier alles, was rot ist, ist natürlich hohe Dosis. Zu blau hin wird es dann immer weniger Dosis. Hier habe ich das nochmal in nur die Isodosenlinien dargestellt, damit man sich ein bisschen besser an der Anatomie orientieren kann. Man sieht also, dass es uns durch solche dynamischen, das ist jetzt ein BIMAT-Plan, das heißt, es handelt sich um eine Volumetric-Arc-Therapie. Das heißt, wir kombinieren hier die Intensitätsmodulation auch noch mit einer Rotationsbestrahlungstechnik. Es gelingt, die Risikoorgane optimal zu schonen. Man sieht es hier in dem axialen Schnitt, hier aber auch nochmal in der koronaren und sagittalen Rekonstruktion. Und wenn man sich die dann daraus resultierenden Dosis-Volumen-Histogramme anschaut, sieht man, dass die C-Volumina sehr genau hochdosiert bestrahlbar sind, während eben hier im Blau die beiden Lungenflügel, die relativ gut geschont würden. Und man sieht auch, dass man hier in dieser Kurve, dass eigentlich die Herzbelastung für diese Patienten ausgesprochen gering ist, genauso die Belastung des Ösophagus. Standardtherapie eigentlich ist für seitdem es ihn gibt, der Pacific Trial, seitdem er publiziert worden ist, für die kombinierte Radiochemotherapie eben mit anschließender Durvalumab-Therapie. Wir wissen alle, dass das mediane Überleben für diese Patienten bei fast 50 Monaten liegt, gegen 29,1 Monate für die Patienten, die im Placebo-Arm waren. Das progressionsfreie Überleben liegt bei 33 versus 19%. Das heißt also, die kombinierte Platin-Therapie mit Strahlentherapie und anschließender Durvalumab-Therapie ist momentan sicherlich Standard of Care für die Patienten im lokal fortgeschrittenen, nicht kleinzelligen Bronchuskarzinom. Die Frage in dieser Studie hier wurde jetzt aber die Kombination auch noch mit einem anderen PD-L1-Inhibitor überprüft, mit Pembrolizumab. Wir sehen, in dieser Studie sind also 90 Patienten eingegangen.
Nach einer Platin-Doppler-Therapie wurden diese Patienten bestrahlt und haben dann eben anschließend eine Erhaltungstherapie mit Pembrolizumab bekommen, alle 3 Wochen für ein Jahr. Die mediane Nachbeobachtungszeit in dieser Studie liegt bei 32 Monaten. Der primäre Endpunkt für diese Studie, das ist in der oberen Grafik mehr dargestellt, wäre dann eigentlich die Time to Metastatic Disease or Death. Und die sekundären Endpunkte waren Overall Survival und Progression Free Survival. Und wir sehen eben, dass die mediane, auch das mediane Zeit bis zum Auftreten bei drei, von einem irgendeiner Metastase oder Tod bei 30,7 Monaten liegt, das Overall Survival im Median bei 35 Monaten und das mediane progressionsfreie Überleben bei fast 19 Monaten. Jetzt ist natürlich in all diesen Studien, also Pazifik und noch in dieser Studie, wo von der vorher erwähnten Studie, wurden die Patienten immer konkomitant behandelt. Nun wissen wir aber auch alle von dem Tumorboard, dass die wenigsten unserer Patienten wirklich diese konkomitante Radiochemotherapie wirklich fit genug dafür sind. Und in dieser chinesischen Studie hier wurden auch das erste Mal Patienten untersucht, die eine sequentielle Radiochemotherapie erhalten haben. In dieser Studie wurden die Patienten mit Sugemalimab behandelt. Das ist ein humanes Anti-PD-L1-Immunglobulin. Die haben also das mit als Placebo behalten zu einer kombinierten Radiochemotherapie. Und was wir sehen eben, dass die Patienten in der Sugemalimab-Gruppe, also in der Immuntherapie-Gruppe, hatten eben ein deutlich besseres progressionsfreies Überleben. Das ist die blaue Kurve im Gegensatz zu der roten Kurve. Das waren die in der im Placebo-Arm. Das ist die Overall Survival-Kurve und das ist das Progression-Free Survival. Was sie aber in dieser Studie machen konnten, und das war eben das Interessante, die konnten eben aus diesem gesamten Arm auch noch die sequenziell therapierten Patienten rausrechnen und konnten zeigen, dass für die sequenziell radiochemotherapierten Patienten das mediane progressionsfreie Überleben bei 8,1 Monaten liegt im Sugemalimab-Arm, während es nur bei 4,1 Monaten liegt für den Placebo-Arm. Wenn man das dann mit den nur konkomitant behandelten Patienten anschaut, dann sehen wir, dass das mediane progressionsfreie Überleben bei 10,5 Monaten versus 6,4 Monaten. Jetzt ist natürlich die Frage, man würde gerne, oder das ist etwas, was uns natürlich interessiert, kann man denn die Immuntherapie auch mit einer Radiochemotherapie gleichzeitig geben? Kann man das kombinieren? Die erste Studie, die das untersucht hat, ist eigentlich dieser Nicholas Trial. Da sind 79 Patienten eingebracht worden mit einem NSCLC im Stadium 3a und b. Die erhielten eine 3-Zyklen einer platinbasierten Chemotherapie mit gleichzeitiger Strahlentherapie und dann Nivolumab alle 3 Wochen als Erhaltung plus Nivolumab für alle 3 Wochen und als Erhaltungstherapie dann Nivolumab 480 Milligramm alle 4 Wochen für ein Jahr. Und das ist jetzt eine Interimsanalyse, gibt es von dieser Studie. Wir sehen, dass wir ein medianes Overall Survival haben von fast 40 Monaten für die Patienten, die behandelt worden sind insgesamt. Aber was man in dieser Kurve noch sieht, die haben dann eben noch zeigen können, wie sich das für Patienten verhält, die ein Plattenepithelkarzinom haben und ein Nicht-Plattenepithelkarzinom. Nicht-Plattenepithelkarzinome sind die blaue Kurve und wir sehen, dass bei einem Nachbeobachtungszeitraum von fast 40 Monaten das mediane Overall Survival noch nicht erreicht worden ist. Für die Plattenepithelkarzinome lag das mediane Overall Survival bei fast 29 Monaten. Und wenn dann haben Sie noch untersuchen können bezüglich des Tumorstadiums. 3a war das mediane Overall Survival noch nicht erreicht. Für die 3b-Gruppe ist das mediane Overall Survival Zeit bei auch fast 29 Monaten. Die Frage, die sich natürlich stellt, wie hoch sind da die Toxizitäten, wenn ich jetzt die Strahlentherapie, kombinierte Radiochemotherapie auch noch mit einer Immuntherapie kombiniere. Wir sehen hier, fast 12% der Patienten entwickelten eine Pneumonitis. Alle diese Pneumonitiden konnten letztlich der Nivolumabgabe zugeordnet werden. Wie genau die das wirklich in dieser Studie zuordnen konnten, wie diese Pneumonitis jetzt Nivolumab assoziiert war,
ist nicht ganz klar für mich, aber Sie haben sie alle mal dem zuordnen können. Aber wir sehen auch, dass die Toxizität nicht zu unterschätzen ist. Wir haben hier auch immerhin einige Patienten, die verstorben sind im Rahmen der Therapie. Wir haben einen Toten, der Radiotherapie assoziiert war. Das war dieser Patient, hatte eine initiale Ösophagusinfiltration mit einer anschließenden Ösophagusfistel, die dann letztlich zum Tode geführt hat. Und 6 Patienten sind hier verstorben durch eine Pneumonitis, die Nivolumab eben ausgelöst hatte. Aber wir sehen auch, dass höhergradige Nebenwirkungen wirklich durchaus auftreten können, wobei eben der größere Teil doch der Immuntherapie dabei zuordnenbar war. Eine ähnliche Studie haben wir hier auch noch mit Pembrolizumab mit gleichzeitiger Gabe einer Chemoradiotherapie für solche Patienten. Da haben dieses eine Studie, die eben die Patienten in 2 Kohorten aufteilt. In der Kohorte A hatten die Patienten Plattenepithelkarzinome und Nicht-Plattenepithelkarzinome, erhielten eben eine Platintherapie mit Pembrolizumab, Carboplatin und Paclitaxel und gleichzeitige Strahlentherapie. In der Kohorte B waren eben nur Nicht-Plattenepithelkarzinome drin. Die erhielten Cisplatin, Pemetrixed, Pembrolizumab gemeinsam mit Strahlentherapie und danach noch eine Pembrolizumab-Erhaltungstherapie. Wir sehen in der Kohorte HA, das ist also die gemischte Gruppe, haben wir eben ein medianes progressionsfreies Überleben von 30,6 Monaten. Die Kohorte B hat das noch nicht erreicht. Das 2 Jahres progressionsfreie Überleben, Kohorte A ist bei 55% versus 61%. Das Overall Survival in der Kohorte A 64% nach 2 Jahren und in der Kohorte B 71%. Auch hier wieder sehen wir eine therapieassoziierte Nebenwirkung in der Kohorte A. Sind es 64,3%, wovon 8% eine Pneumonitis entwickelt haben, höher als Grad 3. Und in der Kohorte B waren es eben fast 7%, die eine Pneumonitis höhergradige Pneumonitis entwickelt haben. Und Ausblick in die Zukunft ist dann eigentlich diese CheckMate 73L-Studie. Das ist eine Studie, die eben jetzt anstartet. Und in dieser Studie wird eigentlich die Immuntherapie mit einer kombinierten Radiochemotherapie kombiniert und danach noch eine Immuntherapie als Erhaltungstherapie gegeben. Wir sehen hier die Einschlusskriterien. Das sind also lokal fortgeschrittene, nicht kleinzellige Bronchuskarzinome. Ohne Vorbehandlung, die Patienten müssen in einem guten Performance-Status sein. Es wird noch stratifiziert nach Alter, PD-L1-Status und dem Disease-Stadium. Insgesamt 3-armige Studie, Nivolumab mit kombinierter Radiochemotherapie, dann Erhaltungstherapie mit Nivolumab und Ipilimumab. Im zweiten Arm Nivolumab kombiniert mit einer kombinierten Radiochemotherapie, anschließend Erhaltungstherapie nur mit Nivolumab. Und der dritte Arm ist eigentlich der Standard of Care Arm, der Pacific Arm, der mit Durvalumab als Erhaltungstherapie. Also eine Studie, die dann wahrscheinlich sehr interessante Ergebnisse für uns bringen wird und wenn, je nachdem, was rauskommen wird, wahrscheinlich unser weiteres Verhalten durchaus verändern wird. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich einen kurzen Kommentar bezüglich der Pazifik-Studie als Standard. Die Pazifik-Studie ist ja an und für sich durchgeführt worden, nur grundsätzlich nicht operabel eingeschätzten Patientinnen und Patienten. Jetzt wissen wir, dass da wahrscheinlich einige Entscheidungen auch ohne Thoraxchirurgie getroffen worden sind im Rahmen der Studie. Aber ich glaube, dass man nicht den Fehler machen darf, dass dieses Schema jetzt auch auf die operierten Patienten zu übertragen und das als Standard zu sehen, sondern es sollte tatsächlich für die initial nicht operabel eingeschätzten Patienten Standard sein. Sehen Sie das auch so? Da sind wir uns sicherlich einig, dass diese Patienten gehören alle eben in einem Tumorboard besprochen. Und natürlich ist es klar, wenn ein Patient die Möglichkeit hat, dass man ihn operieren kann, dass man ihm diese Operationsmöglichkeit auch nicht verschließen sollte. Aber ich glaube, das Thema, so hatte ich es ja verstanden, sollte eigentlich das Inoperable und damit dann auch förderhin nicht mehr Operable
nicht kleinzellige Bronchoskarzinom sein. Und darauf hatte ich mich eigentlich auch bezogen. Ja, wir haben noch zwei Handmeldungen. Ja. Reinhard, darf ich kurz fragen, bitte? Du hast jetzt relativ viele Studien gezeigt, wo so die Entwicklung hingeht von Seiten der Systemtherapie, der Kombinationspartner, Chemo-Immuntherapie, verschiedene Einsätze. Jetzt wollte ich dich fragen, wo siehst du eigentlich auch zusätzliche Entwicklung von Seiten der Strahlentherapie? Ich glaube, die Techniken der Strahlentherapie an sich, die Felder wären besser. Könnte ich vielleicht doch noch ein paar Worte verlieren. Und ich glaube ja auch, dass wenn wir jetzt vom Standard geredet gehabt haben, vom Pacific Trial, da ist ja auch relativ oft auch die verschiedenen Einsätze der Strahlentherapie kritisch diskutiert worden. Wie siehst du das jetzt in der Entwicklung, auch in unserer Zukunft? Also ich glaube, dass mit der Technik, die wir uns heute zur Verfügung steht, sicherlich eine Dosis von 60 Gray, wie sie auch häufig noch vorgeschlagen wird, bestimmt zu niedrig ist. Eine Dosiseskalation über 70 Gray ist wahrscheinlich mit zu vielen Nebenwirkungen behaftet und der Benefit ist dann wirklich fraglich, ob der wirklich dann eintritt. Vor allen Dingen, wenn ich diese relativ guten Ergebnisse mir, was die Lokalkontrolle und auch das Überleben der Patienten anschaue, die kaufe ich dann natürlich schon mit erheblicheren Nebenwirkungen ein. Das, was ich eigentlich ganz interessant finde, auch dass die Studien, die momentan alle laufen, die ich vorgestellt habe, in ihrer kombinierten Radiochemotherapie alle eine Dosis von 66 Gray bis 70 Gray auch vorschlagen. Also das heißt, wir haben schon relativ hohe Bestrahlungsdosen. Eine weitere Eskalation der Bestrahlungsdosis, glaube ich, wird eher schwierig werden, dass man das machen kann, weil wir jetzt eigentlich schon mit der Technik relativ präzise und genau sind. Aber das große Problem ist, dass man natürlich nicht sich zu sehr an die 60 Gray annähern sollte. Ich glaube, dass 66 Gray bis 70 Gray eigentlich die Dosen sind, die anzustreben sind. Momentan läuft ja auch noch eine Studie, die haben auch schon die ersten Ergebnisse gezeigt, wo man auch nochmal Protonentherapie mit Photonentherapie vergleicht. Das ist eine RTOG-Studie bei nicht operablen Bronchuskarzinomen. Was man da hört, soll der Benefit vor allen Dingen auch, was die Nebenwirkungsrate für die Protonen günstiger sein. Aber das ist auch wiederum abhängig, welche Therapie oder welche Behandlungstechnik ich verwende. Aber auch dort zum Beispiel wird eben, was ich gut finde, eben die Strahlentherapie mit Photonen dann bis 70 Gray gemacht. Also da werden dann nicht unbedingt dann Äpfel mit Birnen verglichen, sondern wird schon eine vernünftige auch Strahlentherapiedosis gegeben. Ich glaube, aber eine Eskalation über 70 Gray wird wahrscheinlich vom Nebenwirkungsmuster her dann langsam eng. Ja. Meine Frage betrifft sozusagen Zukunft konkomitant sequenziell. Hier in Salzburg also ausschließlich sequenzielle Chemoradiotherapie. Und meine Einschätzung wäre, dass sozusagen jetzt durch das Add-on der Immuntherapie dann noch einmal die Toxizität sozusagen der konkomitanten Therapie sich erhöhen würde, weil ja sozusagen gemeinsame Endstrecke, Pneumonitis, würde ich einfach gerne Ihre Einschätzung wissen. Also ich glaube, dass man eigentlich versuchen sollte, möglichst viele Patienten konkomitant zu behandeln, so wenig wie möglich sequenziell zu behandeln. Die Pneumonitiden, die da auftreten, sind doch zum großen Teil ganz gut behandelbar und kontrollierbar. Man muss die Patienten natürlich engmaschig führen. Aber wir sehen, und das habe ich, glaube ich, auch zeigen können, dass die konkomitante Therapie der sequenziellen Therapie überlegen ist. Klar, wir haben sehr viele Patienten, das wird der Andreas mir bestätigen in unserem Tumorboard, die einfach relativ alt sind, die frail sind, die auch eine längere Liste von Komorbiditäten haben. Die kommen natürlich sicherlich nicht zwingend dafür in Frage. Aber wenn möglich, sollte man eigentlich immer die konkomitante Therapie anstreben. Und das macht dann eben die Strahlentherapie ja dann auch so, macht es ja dann auch notwendig, dass ich die Strahlentherapie-Dosis nicht zu sehr übersteigere und dass ich einen dementsprechenden, präzisen, genauen Plan mit eben einer modernen Technik auch abstrahle. Ja, Maximilian Hofmeier. Danke. Mein Eindruck ist, es ist, weiß nicht, ob das die anderen widerspiegeln können, dass durch den Einsatz der Chemoimmuntherapie, und ich zeige auch dann die Remissionsraten, eigentlich diese simultane Chemoradiotherapie deutlich seltener geworden ist,
weil wir oft sagen, schauen wir mal, der Patient ist vielleicht jetzt nicht operabel, könnte aber operabel werden, sogar in 3 Lymphknoten, und wo die eher eigentlich in der Pazifikstudie klar definiert waren als inoperabel. Und wenn die Patienten dann super ansprechen, ist es auch schon mal passiert, zu operieren. Oder auch T4-Tumore. Das Pazifik-Schema ist bei uns wirklich eine deutlich seltenere Indikation geworden. Und wenn ich das widerspiegle an vielen, einigen Zentren international, nimmt das dramatisch ab, weil man natürlich neoadjuvante Studienkonzepte hat, etc. Ich weiß nicht, ob das die anderen auch widerspiegeln können. Ist natürlich ein bisschen eine Kernfrage, aber bei uns zumindest ist das wirklich eher eine Seltenheit geworden. Ich weiß nicht, Andreas, wie siehst du das bei uns im TLT, aber wir haben eigentlich relativ viele Patienten, die wir kombiniert Radiochemotherapieren, wobei wir natürlich auch gelegentlich die Situation haben, ich glaube, das muss man dann auch ein bisschen individueller entscheiden und auch ein bisschen nach der Klinik von den Patienten ausrichten und dann auch schauen, wie die Operabilität muss natürlich, ob die potenziell jemals erreichbar ist. Das muss man natürlich dem Patienten schon diese Chance geben und kann auch durchaus sagen, okay, man macht mal 2 Zyklen Immunchemotherapie oder nur eine Immuntherapie und schaut, wie das Ansprechen des Patienten ist. Aber ich glaube, dass momentan eigentlich doch sehr viele Patienten, wo wir uns sicher sind, dass sie oder eher sicher sind, dass sie nicht operabel werden, dass wir die eigentlich analog vom Pazifik behandeln, oder? Andreas, wie siehst du? Ich glaube schon, oder da ist von Clemens Eigner, glaube ich, ganz klar herausgearbeitet wurde, versuchen wir immer primär jene Patienten, die nicht operabel sind und dort einfach die Lokaltherapeut, die Chirurgie nicht angestrebt werden kann und auch ein 3-Lymphknoten haben oder ein 2-Lymphknoten, machen wir ein Pazifik-Schema schon noch als Standard. Und ich glaube, das ist auch mit sehr guten Daten unterlegt, dass diese Patienten schon auch sehr lange einen Benefit haben von der Therapie. Natürlich, glaube ich, gibt es höchstwahrscheinlich bei einem 2-Lymphknoten-Befall jetzt auch, dass wir eher in die Neoadjuvant-Schiene gehen. Aber es wird diese Patienten, glaube ich, schon klar, primär gesagt, die nicht operabel sind, dass das für uns dann schon auch noch Pazifik das Standardschema ist. Wo ich mir halt immer schwer tue, siehst BD-Lens 90%, doch ausgedehnte Erkrankung. Da denkst du, wenn du jetzt eine Chemostrahlentherapie machst, verliert man den vielleicht, der braucht seine Immuntherapie, das ist das Entscheidende. Verliere ich den vielleicht dann für die Immuntherapie, so wie wir sagen, wir dürfen den Patienten nicht verlieren, dass der nicht operabel wird oder seine Lokaltherapie kriegt. Aber ich glaube, das sind ja dann 2 Zyklen einer effektiven Therapie in der Situation, wo die Chemotherapie bekommen, wo dann die Chemo- oder die Strahlentherapie angeschlossen wird und der bekommt dann halt die Immuntherapie hinten raus. Wo es jetzt praktisch diese Studien dann zeigen werden, die da Meinhard erwähnt hat, oder? Mit dem, wo man das gleich anfangs auch beginnen kann, ist natürlich extrem spannend. Aber ich glaube, man muss nicht diese Tendenz, oder auch wenn wir jetzt einen genetischen Treiber hätten upfront, sind wir ja primär auch noch eher zurückhaltend, das einzusetzen. Vielleicht der Max nicht, aber da haben wir bei EGFR-Mutierten zum Beispiel haben wir die Neodaura-Studie, ich glaube, die läuft ja auch bei euch. Hat man schon auch gute Erfahrungen mit der zielgerichteten Therapie zu induzieren. Natürlich, glaube ich, ist es eine sehr individuelle Entscheidung. Die Grenze zum Off-Label-Use extrem knapp und schwierig. Aber auf der anderen Seite, wenn ich weiß, zum Beispiel ein Patient hat eine ALK-Translokation oder EGFR-Mutation, ich habe fast eine 90%iges Ansprechen auf eine zielgerichtete Therapie und ich kann ein Downstaging damit erreichen. Und dann zu sagen, ich fange mal mit einer Chemotherapie, gebe dem sogar vielleicht bei der EGFR-Mutation Durvalumab anschließend. Also da tue ich mir wirklich schwer. Da bin ich nicht dabei. Also da sind wir schon bei lokal fortgeschrittenen Tumoren, wo wir in dem Thema sind, sehr gezielt, sehr gern dabei, die gezielte Therapie schon, sei es Immunchemo, als auch zielgerichtete Therapie einzusetzen. Wobei ich noch dazu sagen wollte, wenn wir ja, und das glaube ich, werden, da führen ja der Weg hin, dass wir zu einer kombinierten Immuntherapie plus Strahlentherapie plus Chemotherapie kommen. Also das heißt, wenn wir den Patienten haben, von dem wir
jetzt annehmen, dass er eigentlich von einer frühen Immuntherapie profitieren würde, genau diesen Patienten, für den sind ja diese Studien eigentlich auch gedacht, dass der gleich von Anfang an auch seine Immuntherapie sieht. Nur eben auch dann noch mit einer Kombination mit einer Lokaltherapie plus einer Chemotherapie. Ich glaube, dass diese Therapiestrategie da vielleicht gar nicht so falsch ist. Was natürlich die zielgerichteten Therapien angeht, ist natürlich das noch ein breites und offenes Feld. Und da sind natürlich die Patienten auch durchaus eben gerade in Studien einzubringen. Das machen wir ja auch. Ja, haben wir schon lange diskutiert. Ich glaube, wir müssen die Studien abwarten, ganz ehrlich. Also, dass man da eventuell additive Toxizitäten sehen, würde ich nicht ausschließen. Das müssen wir einfach abwarten. Das sieht so aus, als wenn die auftreten werden, diese Toxizitäten. Aber die scheinen doch auch handelbar zu sein. Ja, also ich habe selber in Nikolas eingeschleust. Wir hatten am Anfang ganz schön kalte Füße. Es ging dann irgendwie, aber... Also ich denke, da haben wir schon noch eine Lernkurve vor uns, gerade was dann auch die Sequenz angeht.